Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema wirtschaftswissenschaftliche Anwendung des totalen Differentials. Die wichtigste Anwendung ist dabei wohl der Fall, wo wir mit Hilfe des totalen Differentials eine Produktionsfunktion annähern. Die Funktion f gibt dabei also an, welchen Output z können wir erlangen, wenn wir zwei Inputfaktoren haben, x1 und x2. Die typische Anwendung in der Volkswirtschaft ist dabei, dass x1 Kapital ist und x2 Arbeit. Also wir brauchen einen Einsatz von sowohl Kapital als auch Arbeit, um einen bestimmten Output zu erzielen. Aber ich kann mir natürlich auch andere Anwendungen dort vorstellen. Die Fragestellung ist dann, wie wirkt sich eine marginale Erhöhung des einen Inputfaktors oder des anderen Inputfaktors auf die Produktion z aus? Ja, auf den Funktionswert f von x. Und wenn wir dann die komplette Produktionsfunktion f kennen, dann können wir das exakt ausrechnen. Dann können wir also sagen, wir setzen in diese Funktion f ein, an der Stelle x1, wo wir vorher waren, plus diese Veränderung und x2, plus die Veränderung in x2 und schauen uns die Differenz an zu dem, was wir vorher hatten. Und das nennen wir dann Delta f für den Funktionswert oder Delta z, wenn wir z als Symbol für den Output verwenden. Das ist klar. Aber in vielen Fällen in wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen kenne ich jetzt nicht die komplette Produktionsfunktion, sondern ich kenne nur ihre partiellen Grenzproduktivitäten. Ja, das entspricht also genau den partiellen Ableitungen nach x1 bzw. den partiellen Ableitungen nach x2. Und das kann sein, dass ich das entweder durch Annahmen über ein bestimmtes wirtschaftswissenschaftliches Modell bekomme oder dass ich das empirisch durch bestimmte statistische Methoden oder ökonometrische Methoden versuche zu ermitteln. Und dann kann ich aber trotzdem noch, wenn ich nicht die ganze Funktion f kenne, sondern eben nur die partiellen Grenzproduktivitäten, kann ich immer noch näherungsweise ausrechnen, wie sich diese Veränderung auf den Output, auf den Funktionswert auswirken werden und eben das mit Hilfe des totalen Differentials. Schauen wir uns das hier einmal in einer konkreten Musteraufgabe an. Ein Produktionsunternehmen stellt hier ein Gut aus zwei Rohstoffen A und B her und die produzierte Menge Q, aus dem Englischen für Quantity, produziere ich mit einer Funktion f von x1 und x2, die ich schreiben kann als 100 mal x1 hoch 0,4 mal x2 hoch 0,6. Ist also eine Produktionsfunktion von diesem Cobb-Douglas-Typ. Und momentan produzieren wir mit einem Input von 3 Tonnen des Rohstoffs A und 5 Tonnen des Rohstoffs B. Das heißt, unser Input ist momentan der Vektor 3, 5 und den muss ich jetzt hier einsetzen. 100 mal 3 hoch 0,4 mal 5 hoch 0,6 und kann damit dann den momentanen Output bestimmen. Ja, sehen wir dann gleich auf den Folien noch, da kommt sowas in der Größenordnung von 400 und ein bisschen heraus. Aber schauen wir uns erst nochmal an, wie es hier in der Aufgabe weitergeht. Es besteht die Möglichkeit, die Zulieferung des Rohstoffs A wöchentlich um 0,1 Tonnen zu steigern. Das wird also zu einer Erhöhung des Outputs führen, während die Zulieferung des Rohstoffs B in Zukunft wöchentlich um 0,05 Tonnen sinken werden. Das wird also tendenziell den Output verringern. Und wo das dann in Summe sich ausgeht, ob es dann insgesamt zu einer Erhöhung oder einer Senkung der produzierten Menge führt, das müssen wir uns dann gleich erst noch anschauen. Ich schreibe hier nur noch mal auf, welche Konsequenzen das dann konkret hat. Also in Woche 0 produzieren wir mit 3,5. In Woche 1 steigt der erste Input um 0,1 Einheiten, dann bin ich also bei 3,1. Und der zweite sinkt um 0,05 Einheiten, dann bin ich also bei 4,95. Und wenn ich eben wie hier die gesamte Produktionsfunktion kenne, kann ich dafür einsetzen, ausrechnen und die Differenz zu dem Output von vorher bilden. Und dann weiß ich, wie sich das in Summe ausgeht, ob das zu einer Erhöhung oder Senkung führt. Und in der Woche drauf haben wir dann wieder eine Erhöhung von 0,1 im ersten Argument und eine Senkung um 0,05 im zweiten Argument. Das wäre also die Woche 2. Und so weiter und so fort. Und wir müssten also jedes Mal an beiden Stellen einsetzen, ausrechnen und die Differenz zu vorher bilden.
Näherungsweise können wir uns das jetzt aber auch mit Hilfe des totalen Differentials ausrechnen. Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung, wie die Produktionsfunktion aussah. Das war also 100 mal 0,x1 hoch 0,4 mal x2 hoch 0,6. Und wenn wir jetzt die partiellen Ableitungen bilden, zunächst nach x1, dann tun wir so, als wäre x2 konstant, dann verhält sich x2 hoch 0,6 wie ein konstanter Faktor, genauso wie die 100 hier vorne, bleibt einfach stehen und x1 hoch 0,4 ziehe ich die 0,4 nach vorne und der Exponent wird zu minus 0,6. Das heißt dann, ich bekomme 100 mal 0,4 ist 40, mal x1 hoch minus 0,6 mal x2 hoch 0,6. Und wenn ich dann bei unserer momentanen Inputmenge von 3 und 5 einsetze, bekomme ich dann einen Wert von 54,34 heraus. Das hieße also, wenn sich beide Inputfaktoren wenn sich nur der erste Inputfaktor um eine Einheit erhöht, um eine marginale Einheit, dann wird sich der Output um etwa 54 marginale Einheiten erhöhen. Und diese Approximation funktioniert umso besser, je kleiner diese marginale Erhöhung ist. Analog das Gleiche bei der Veränderung bezüglich x2. Dann leite ich nur nach x2 ab, x1 hoch 0,4 wird behandelt wie ein konstanter Faktor, genau wie die 100 hier vorne, lassen wir beides stehen, bekommen dann 0,6 nach vorn, hoch minus 0,4 und wenn wir das zusammentun, bekommen wir diese Funktion. Und dann wieder an der Stelle 3 und 5 einsetzen, ausrechnen, bekommen wir einen Wert von etwa 49 heraus. Das heißt, wenn sich der zweite Inputfaktor b um eine marginale Einheit erhöht, sollte sich der Output um etwa 49 marginale Einheiten erhöhen. So kann das Ganze interpretiert werden. Jetzt sind unsere marginalen Veränderungen 0,1 in x1 und minus 0,05 in x2. Das heißt, das müssten wir jetzt noch entsprechend multiplizieren. Das heißt, wenn ich x1 um 0,1 Einheiten erhöhe, sollte sich der Funktionswert um etwa 5,434 und so weiter Einheiten erhöhen. Und bei der Veränderung in x2 um minus 0,05, wenn ich das damit multipliziere, bekomme ich sowas wie 2,45 in etwa heraus. Das heißt, wenn sich x2 um minus 0,05 Einheiten verändert, also um 0,05 Einheiten sinkt, dann würde ich erwarten, dass der produzierte Output um etwa 2,4 und ein bisschen Einheiten sinkt. In Summe heißt das also hier 5,4 Einheiten rauf, da 2,4 Einheiten runter. Das heißt, insgesamt netto sollten wir immer noch um etwa 3 Einheiten raufgehen. Und das ist das, was das totale Differential berechnet. Grenzproduktivität von x1 mal marginale Veränderung in x1 plus Grenzproduktivität von x2 mal marginale Veränderung. Ausrechnen, einsetzen, ergibt hier 2,99. Das heißt, pro Woche sollte der Output um etwa 3 Einheiten ansteigen. Hier kennen wir ja nicht nur die Grenzproduktivitäten, sondern kennen wirklich die gesamte Produktionsfunktion und können dann tatsächlich einsetzen. Können also 100 mal 3 hoch 0,4 mal 5 hoch 0,6 in den Taschenrechner tippen, ausrechnen, bekommen wir 407,6. Dann machen wir dasselbe nach einer Woche an der Stelle 3,1 und 4,95, bekommen raus 410,49 als Output. Macht eine Veränderung, wenn ich die Differenz dazwischen betrachte, um etwa 2,9 Einheiten. Und da liegen wir also mit unserer approximativen Veränderung super dabei. Und das passt. Dann schauen wir uns an, was passiert von Woche 1 zu Woche 2. Auch da mit 3,2 und 4,9 setzen wir wieder in die Produktionsfunktion ein, bekommen 413,22 heraus, ist auch wieder eine Veränderung um knapp 3 Einheiten, etwas weniger. Jetzt sind es 2,73 Einheiten. Ist als Approximation immer noch ganz okay. Und jetzt im nächsten Schritt wird es aber noch mal schlechter. Da sind es dann nur noch ungefähr 2,5 Einheiten, die wirklich an Output dazukommen. Das heißt, so langsam wird da unsere Prognose etwas schlechter. Aber wir sehen genau, wofür wir das jetzt einsetzen können. Wir müssen
gar nicht die komplette Produktionsfunktion kennen, um das jedes Mal hier ganz genau ausrechnen zu können. Für eine approximative Antwort reichen uns auch die beiden partiellen Grenzproduktivitäten, weil wir dann es mit dem totalen Differential näherungsweise ausrechnen können.